Ja, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered. Heute steht das Grabmal der Riesen an. Ich habe mich lange davor gedrückt. Ja, aber ich habe keine andere Option mehr. Ich bin jetzt hier in den Katakomben, weil, wenn ihr euch lange zurückerinnert, haben wir mal ein Geräusch von Schmieg gehört und ich habe den nicht gefunden. Und der liebe Exec hat mir einen Tipp gegeben, wo ich hier hin muss. Ist schon lange her, aber ich habe es noch im Kopf und man muss hier irgendwie runter. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich habe bei so bei einen schönen Kopfschmuck, der mich in Grabmal der Riesen hoffentlich weiterbringt. Hat mir der liebe Exec auch freundlicherweise erzählt. So, bitte, bitte, bitte. Oh. Wie soll man das wissen, dass man da stehen kann? Das sieht man von oben nicht. Das habe ich freundlicherweise in der Lava-Welt gefunden. So, und jetzt bin ich schon wieder überfragt. Ich glaube, ich muss einfach weiter so runtergehen, ne? Ja, man hört ihn schon. Also, welcher Blindspieler macht das? Da muss man ja komplett irre sein. Oh, es gibt sogar Cutscene. Wer bist du? Bist kein Boss, oder? Okay. Ich bin sofort weg. Bist du der Schmied? WTF! Wo kommt das Skelett weg? Ist das Hammer, das mich verfolgt? Oh, hier ist ein Bonfire auch. Hinsetzen. Nicht vergessen. Oh, das macht es natürlich einfacher. Oh, Exec, vielen, vielen Dank. Also, du weißt gar nicht, wie viele Nerven ich mir jetzt sparen werde. Dass ich nicht immer so viel Weg laufen muss, wenn ich sterbe. Eben sollte ich noch verduften. Was kann man bei dir denn so machen? Ausrüstung umwandeln in Feuerwaffen? Was ist das hier? Aber wahrscheinlich kann man die plus 5er Feuerwaffen dann da noch weiter verstärken, weil ich habe schon. Weil ich habe mich schon ein bisschen auf den Boss vorbereitet, der kommen wird. Der ist jetzt nicht mehr ganz blind. Da habe ich mal irgendwo im YouTube-Video schon mal was von mitbekommen, weil ich mir einen Stream angeguckt habe. Bei denen sind auf jeden Fall Skelette. Und deswegen habe ich mir. Wo ist es? Da. Ein göttliches Zweihänderschwert gemacht. Das macht mir jetzt nicht so viel Schaden, aber für die Skelette wird es reichen. Der hat halt Skelette bei sich rumstehen, die wieder aufstehen. Darauf habe ich keinen Bock, deswegen habe ich mir das noch gemacht. Und das habe ich auf plus 5 gemacht und bei den Schmied konnte man dann das zu einer Okkultenwaffe machen. Und ja, das hat ein bisschen Schaden eingebüßt, aber nur ein bisschen und war dafür aber nicht mehr plus 5. Also ich nehme an, die Feuerwaffen sind das gleiche. Dass das dann noch eine stärkere Verstärkung ist. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier sind diese scheiß wahnsinnigen Skeletträder. Ja, da kommen sie schon. Oh. Ah, scheiße. Okay, ich bin zum Glück mittlerweile stark genug, dass selbst wenn sie mich erwischen, dass nichts mit einem Instant-Tod bestraft wird. Ich gehe mal einfach weiter. Scheiß auf die Skelette. Das Bonfire, das ist ja gut. Also. Oh, das hätte mir einige Nerven erspart. Aber
Das Grabmal der Riesen, das hätte ich wieso nicht weitermachen können, auch wenn ich damals da irgendwann nicht aufgegeben hätte. Weil da so ein gelbes Tor wieder gewesen wäre. Und das ist jetzt gut zu wissen, also... Ich hätte es vielleicht entfachen sollen, ne? Vielleicht gibt es im Grabmal der Riesen auch eins. So, ich bin gespannt, wie viel ich mit meinem tollen Helm sehe. Ich habe zwar auch ein Dings-Drop bekommen, hier eine Schädellaterne. Aber von der bin ich nicht so überzeugt, weil die kaum Schadenreduktion hat. Ich gucke mir mal an, was mehr Licht macht. Ich nehme an, dass beides gleich viel Licht macht. So, jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Da muss ich hoch. So, gucken wir mal. Ja, man sieht was von dem Weg. Man sieht was von dem Weg. Man sieht sogar relativ deutlich was. So. Jetzt ist die Frage, wie stark seid ihr mittlerweile? Ich brauche 2 Hits, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hits ich brauchte, als ich das erste Mal hier war. Oh, die Lampe ist so gut. Die Lampe ist so gut. Ah, das Spiel kann man sich so viel einfacher machen. Vielen Dank, Exec, für den Hinweis. Der ist gerade Gold wert. Ich finde es schade, dass das Spiel so wenig erklärt von der Welt, ne? Also, ja, man kann darauf selber kommen, schon richtig, aber ja, das Spiel sagt gar nichts dazu. Es sagt einfach, mach, wie, ist mir egal. Es ist so viel einfacher jetzt. Oh, so, und das waren die beiden Bastarde, wo ich dann... Gerage quittet habe. Also nicht gerage quittet, aber auf das Gebiet hatte ich danach keinen Bock mehr. Hier schießt doch irgendeiner Pfeile. Von wo kommt das? Oder war das einer der beiden, die ich gerade umgenietet habe? Wer bist du denn? Ich glaube ein NPC. Hier war irgendwo ein Item. Das war da oben, ne? Komme ich da ran? Lol, ist das die Lava-Welt? Interessant. Gibt es hier einen Zugang dazu? Ich komme an das Item nicht mehr ran, oder? Kann man hier irgendwie hoch? Ich glaube nicht, schade. Irgendwas hat auf mich geschossen. Schnell weg hier. Auch wenn ich mittlerweile was sehen kann. Wer bist du? Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Nein. Ich bin kein Kleriker. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. I'll split it with you. Zu gütig. Have a look. It'll shimmer you blind. Dein Lachen gefällt mir nicht. Der letzte, der so gelacht hat, war Lautrec. There. Wow. Take a closer look. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine Falle. Oh, hier geht's weiter. Was ist das denn? Also. Der gute Typ möchte, dass ich mir das Loch von da anschaue. Oh, da ist eine Tür.
Ist das vielleicht schon eine der goldenen Türen? Die vorher golden war? Was passiert, wenn ich... Ich habe so das Gefühl, dass er mich da runterkickt, ne? Oder? Bist du lieb oder nicht? Was mein Problem ist, du bist sehr verdächtig. Das ist mein Problem. Ach komm, ich mach's mal. Oh jo, da ist tatsächlich was. Das sind Items. Ich hab's gewusst, dass sowas Ähnliches passiert. Arschloch. Wenn ich dich in die Finger kriege, ne? Naja, vielleicht lohnt sich das aber. Na, wahrscheinlich werden alles nur sehen, ne? Eine Schädellaterne! Lol, da sitzt da einer. Aber ich gucke erstmal. Zu den Items komme ich wahrscheinlich noch nicht hin, ne? Okay. Da sitzt einer. Hat er dich auch hier runtergeschmissen? Moment. Ist das nicht die von den Klerikern aus dem Feuerbandschrein? You're no Hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce Hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done? Die war ja ein Feuerbandschrein und ich habe das damals nicht verstanden. Ich war halt nicht menschlich und deswegen durfte ich nicht mit der reden. Ich bin eine Hülle zur Zeit. Okay, hier sind zwei Ritter, also ihre Begleiter sind zu Hüllen geworden. Da ist der erste. Oh oh, ich muss aufpassen, dass ich sie nicht umbringe. Das ist perfekt. Darauf habe ich gewartet. Ich hoffe, der andere kommt nicht von hinten, so der erste ist schon mal weg. Sie wollten mich tatsächlich einkesseln, die Säcke. So, und der ist auch weg. Hinterlassen die was? Nein. So. Hast du was zu sagen jetzt? You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Wunder, Auffrischung. I am certain that both Vince. Thank you. Okay. So, jetzt können wir mal gucken, ob ich irgendwie an das Item da rankomme. Was war das für ein Geräusch? What the fuck? What the fuck? Ein riesiger Skelettberg, oder was ist das? Okay, davor habe ich ein bisschen Respekt. Die geben weiße Brocken. So, ich nehme an, ich muss hier weiter. Ich hoffe, ich komme aus diesem Drecksloch irgendwie wieder raus.
Und wenn ich den Typen da oben erwische, er kann das erleben. Hallo. Bin ein bisschen unvorsichtig. Aber passt schon. So, hier ist die Leiter. Komme ich jetzt auf diesen Drecksloch hier raus? Ist das eine unsichtbare Wand? Ja. Was ist das hier? Das ist auch eine Leiter. Auf mich hat irgendwas geschossen. Von oben. Da schießt auch was von oben. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Hm. Lass die Leiter erstmal Leiter sein und geh nach oben. Mhm, von da kommen nämlich die Schüsse. So, wo kommt das andere? Irgendeiner schießt noch auf mich. Murakumo, von da kommt das. Vielleicht, wenn ich hochklettere. Ich hoffe, ich werde nicht getroffen, während ich hochklettere. Da unten ist aber noch eine Leiter. Die muss ich mir merken. Nicht, dass ich die vergesse. Okay. So. Da ist jetzt noch einer. Aua, das hat wehgetan. Da ist die nächste Leiter. Also ich verliere langsam richtig die Übersicht. Wo ich bin, wo ich herkomme und was auch immer. Geh mal hoch. Komme ich zum Item auf jeden Fall? Oder auch nicht? Kann ich mich hier dran vorbeischleichen? Nein. Oder? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht kann ich da gleich irgendwie runter. Ja, genau so ist es. Hier einfach runterjumpen lassen. Warum ist er jetzt nach ganz unten gejumpt? Ich stand auf dem Vorsprung eigentlich. Hier. Auge. Oh. Und es ist es nicht wert. Ich habe irgendwie den Eindruck, die Leiter da ganz unten ist der richtige Weg. Auch wenn ich... ein Tor noch schon gesehen. Hier ist noch ein Item. Oh lol! Das ist hier der Raum vom Feuerrad. Ich bin nach ganz oben gelaufen. Das ist bloß irgendwie komplett woanders gewesen. So. Dann können wir, glaube ich, wieder runtergehen zu der anderen Leiter, die ich erst weggelassen habe. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plan. Also ich kann mich überhaupt nicht orientieren, wo ich bin. Das heißt, wenn ich sterbe, ich werde diesen Weg niemals wiederfinden. Das heißt... in Umkehrschluss nicht sterben. Ah, der Bogenschütze lebt noch. So.
Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ja. Oh, es gibt so viel, ne? Bonfire. Hallöchen, mein Freund! Ich aktiviere erst das Bonfire. Wie komme ich da jetzt hin? Ich habe das eben gesehen. Ich springe einfach runter. Ich bin keine Hülle, okay. Dann ändern wir das. Ich hoffe, ich komme jetzt zu den NPC zurück. Weil der wird meine Axt zu spüren bekommen. Ich habe hier da irgendwo eben eine Leiter gesehen. Ich dürfte hier, glaube ich, wieder... Ja, genau, da ist eine Leiter, okay. Und... Hat das irgendwas mit dem weißen Tor zu tun? Das habe ich doch eben irgendwo gesehen. Wo ist das weiße Tor nochmal? Hier kann ich nämlich auch weiter. Genau, das weiße Tor ist hier. Okay, okay, okay. Wir haben einiges noch jetzt abzuchecken. Erstmal... Kollege! Was sollte das? Oh, you. I... Well. Let's just calm down. Yeah. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. Uh-huh. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Ich bin bald froh Mutes und hoffe, dass ich was von ihm bekomme. Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But, if I were in your shoes... Ooh, who knows what I'd have done. Garantiert nicht. But now we're friends again. Eh? Das richtige Lachen. Du gibst mir nix. Du gibst mir gar nix. Du gibst mir gar nichts, dann verrecke in der Hölle, mein Freund. So, was kriege ich von dir? Menschlichkeit und eine Rundaxt. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kriege nur Menschlichkeit, dann wäre das ein bisschen fail gewesen, aber... Bevor mich noch irgendwo runterkickt. So. Moment. Ich will die eine Leiter noch abchecken, wo ich eben war. Nein. Das war nicht beim Bonfire. Garantiert nicht. Das war hier. Genau. Genau, hier war die Leiter. Da will ich jetzt mal runter, was da ist. Okay. Das sind lauter Irre. Und da ist ein Item. Kommen die hier hoch? Ich versuch mal, die zu hitten. Zwei habe ich getroffen. Kamera, bitte verarsch mich nicht. So, sind hier noch mehr? Ja. So, für was habe ich das jetzt in Kauf genommen?
für eine Seele. Da ist noch einer. Habe ich ja Glück, dass ich nur drei versammelt habe. Lol, ist das eine Glut? Götterglut. Der Abstecher hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, was ich damit anfange, aber es hört sich gut an. Murakumo wieder mal? Wo war jetzt die Leiter nochmal? So, dann machen wir noch schnell einen Abstecher hier rein, würde ich sagen. Ne, von da bin ich gekommen. Richtig? Oder? Ne, ich bin von hier. Ich bin komplett verwirrt gerade. Von da bin ich, glaube ich, gekommen. Hier unten war die Dings. Oder? Ja. Hier war ich schon. Da ist der eine andere NPC von den beiden, wo ich die Ritterbegleiter von eliminiert habe. Okay. Dann haben wir da unten, da rechts gleich noch. Was heißt gleich? Im nächsten Part. Wir sind nämlich schon am Ende. Wo die weiße Tür ist und ich weiß nicht, kann man hier noch was erkunden? Nee, hier ist einfach nur ein Abgrund, hier ist einfach nur ein Bonfire, okay. Wir setzen uns mal hin und dann kann ich mir sogar schon gut vorstellen, dass hinter der weißen Tür der Boss kommt. Ich bin gespannt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!